Ja, Renato Steffen, ist es ein bisschen böse, wenn man sagt, es war ein mutloser Auftritt von IB heute? Mutlos nicht. Ich sage jetzt einfach, Napoli extrem gut gemacht. Wir haben auch wollen probieren gegen Fürth zu spielen. Und sie haben uns nicht viel zugelassen. Immer wenn wir wollen pressen, haben sie die Lücke gefunden, die sie anspielen können. Darum kann man sagen, mutlos nicht. Wir haben immer wollen gegen Fürth spielen, aber sie haben es extrem gut gemacht, Napoli. Haben Sie in der Pause drei, die einen Bogen müssen aufstellen wegen dem blöden Gegengol? Nein, ich denke, es ist schon nicht so einfach für einen Goalie. Da hat es recht gewindet. Man hat es gerade gesehen, nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit, Wind hat da ein bisschen mitgespielt. Und mit dem Ball hat sich noch zum Glück von Napoli noch reingetragen. Pech für uns. Aber ja, nein, ich kann mir keinen Vorwurf machen. Ja, es ist schade, weil die erste Halbzeit, es ist klar, es ist, Napoli war dominant gewesen, aber ja, dieses erste Tor war Knackpunkt, gerade vor der Halbzeit. Und ja, wir haben auch gesehen, nachher der zweiten Halbzeit, wir hatten viel Mühe gehabt. Auch das ganze Spiel war offensiv nicht zu wenig für heute etwas zu machen da im Napoli. Und ja, jetzt müssen wir jetzt wieder konzentrieren auf unser eigentlich wichtiges Match von der Woche. Das ist gegen Sion. Jetzt geht es am Sonntag gegen Sion. Was hat der Match für einen Einfluss auf das Spiel am Sonntag? Ja, klar, Niederlage tut weh, das ist so. Aber wir sind hierher gekommen und haben gesagt, jetzt müssen wir es genießen. Wir spielen nicht immer in Napoli. Müssen wir das so schnell wie möglich abhaken. Und wenn wir dann abreisen morgen, sollten wir das vergessen und dann volle Konzentration am Sonntag führen gegen Sio. Ist die Mannschaft auch ein Thema, dass es am Sonntag vielleicht um den Kopf des Trainers gehen kann? Nein, überhaupt nicht. Also, wir spielen für Sim und für den ganzen Verein. Und uns geht da gar nicht durch den Kopf, ob es jetzt um den Trainer geht. Wir wollen einfach gewinnen und wieder auf die Erfolgsspur kommen.